Hey Freunde, es ist endlich wieder soweit. Wir machen weiter mit unserem Playthrough der diesjährigen Tour de France mit Bora Hansgrohe in Pro Cycling Manager 2022. Und ja, es tut mir nochmal leid für die letzten beiden Folgen, die leider ja ein bisschen anders gestaltet werden mussten, da mir die ursprünglichen Aufnahmen verloren gegangen sind. Sollte mir hoffentlich diesmal nicht passieren. Und ich würde sagen, wir starten rein in dieses letzte entscheidende Zeitfahren, was sich vielleicht ein bisschen noch in echt auf die ganzen Platzierungen auswirken kann. Ich denke mal, hier sind die Zeitabstände relativ groß, aber wir dürfen weiterhin gespannt bleiben, was so passiert. Van Poppel ist mein erster Fahrer und wir starten mit einer 76 rein. Das ist der Wert, den ich hier ungefähr für richtig einschätze und werden mal sehen, wie gut er sich so schlagen wird in diesem Zeitfahren. Ja, Van Poppel verbrauchte doch zu viel Energie, deswegen habe ich ihn jetzt mal wieder auf die 70 zurückgesetzt. Natürlich hatte er schon viel Energie verloren, das ist halt das Ding. Und wie gesagt, ich möchte ihn ja noch für morgen verwenden. Genau das gleiche gilt für Sam Bennett. Also für ihn noch mehr. Soll ja die morgige Etappe im besten Fall gewinnen. Insofern stelle ich ihn mal auf 72, sage ich, oder? Ja, 72 klingt fair. Meilen habe ich mal ein bisschen höher gestellt für die erste Hälfte, auch auf 77, weil er ja auch einen sehr guten Ebenenwert hat und ja es am Anfang eher noch eben ist als am Ende. Deswegen gucken wir mal, was für eine Zeit wir mit ihm einfahren werden. Wir sind übrigens erst in der zweiten Zwischenzeit gewesen mit ihm, also sehr, sehr gut. Und Van Poppel kommt als 20. ans Ziel, wurde gerade noch überrundet. Nicht überrundet, aber überholt. Gleiche hätte Meilen gerade schaffen können. Würde jetzt auch seinen roten Balken benutzen. Das heißt eigentlich, da ging es ziemlich gut auf, würde ich sogar sagen. Das Energiemanagement. Oh, und ich habe. Ja, am Ende hätte ich nochmal die 99 früher gehen können. Ist Zweiter geworden. Hinter Max Walscheid, der auch gute Zeitfahrerwerte auf jeden Fall hat. Hier. Deutlich besser als Ryan Mullen. Insofern würde ich mal sagen, kann sich das Ergebnis doch durchaus sehen lassen. Nils Pollitt heute mit einer schlechten Form. Den werde ich auf 76 einstellen und heute einfach wahrscheinlich so durchfahren lassen. Sam Bennett hingegen habe ich heute ordentlich nochmal Energie sparen lassen. Und Sam Bennett kommt sogar noch vor Van Poppel rein. Nils Pollitt befindet sich auch auf den letzten 100 Metern. Auch nicht das schlechteste Energiemanagement mit ihm. Er befindet sich auf dem 7. Platz knapp hinter Ryan Mullen. Das, obwohl Mullen ja doch schon noch ein bisschen besser ist als Zeitfahrer. Und Kemna ist los und ich probiere es wieder mit diesem mutigen 76er Einsatz. Ich glaube, 75er Einsatz wäre auch gerechtfertigt, aber ich probiere es nochmal aus, ob das klappt und versuche echt mit Kemna eine richtig gute Zeit rausholen, denn er hat heute auch eine starke Tagesform. Kemna hat gerade Giulio Ciccone überholt. Und er ist Zweiter bei der zweiten Wertung gewesen, allerdings 52 Sekunden hinter Stefan Küng, der wahrscheinlich heute auch die Benchmark gesetzt hat bei 45 Minuten und 18 Sekunden. Eine sehr, sehr starke Zeit. Und ja, die es wahrscheinlich heute zu schlagen gilt. Und jetzt befindet sich Lennart Kemna am Schlussanstieg und glaube, das sieht nicht so perfekt aus mit der Energie. Vielleicht rettet er sich gerade noch drüber. Weiter. Das ist ein sehr starkes Ergebnis, mit dem ich wirklich äußerst zufrieden sein kann. Lennart Kemna, der deutsche Zeitfahrmeister. Zweiter bei diesem extrem lang anspruchsvollen Kurs. Und Konrad ist auch schon gestartet. Filippo Ganna ist auch schon ins Ziel gekommen mit 3 Sekunden Rückstand auf Stefan Kühn. Und jetzt kommt wahrscheinlich unser bester Zeitfahrer, Maximilian Schachmann. Und vielleicht geht da sogar heute noch was, wenn ich es sogar mit Lennart Kemna so nah reingeschafft habe an King und Gunner. Und nun startet das grüne Trikot Alexander Vlasov in dieses Zeitfahren. Das ist derjenige, auf den wir heute achten müssen, Enric Maas. Aber es sollte eigentlich absolut sicher sein, dass wir hier den dritten Platz nicht mehr abgeben an Enric Maas. Und nun startet auch Pogacar als letztes, der natürlich auch heute das Zeitfahren gewinnen kann, durchaus. Schachmann hat 14 Sekunden Rückstand bei der letzten Messung. Und er wird jetzt Jack Haig einholen, der auch nicht der allerschlechteste Zeitfahrer ist. Ja, aber auch er
ganz knapp dann doch noch der rote Balken ausgegangen und er wird Vierter vor Leonard Kemner mit gerade mal 14 Sekunden Abstand, aber jetzt auf Wout van Aert, der wahrscheinlich das Zeitfahren dann doch heute gewinnen wird vor King und Gunner. Aber super Platzierung von Schachmann und Kemner beide, gerade dann jetzt noch in den Top 5. Und Vlasov hat an der zweiten Zwischenzeit gerade mal 1 Minute 18 Rückstand. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Henrik Maas hat 33 Sekunden Rückstand, Vlasov 59 Sekunden, damit sind wir durch. Das sollte kein Problem ergeben. Jawohl Thomas schnappt sich den vierten Platz und Vlasov wird von Roglic verfolgt, aber ich glaube, er sollte noch vor ihm ins Ziel kommen. Roglic wirklich auf dem Weg zur neuen Bestzeit. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, Vlasovs roter Balken sieht gut aus. Ja, wow, perfekt. Aber trotzdem nur 22. 1 Minute 15 und da kommt Primus Roglic und 18 Sekunden Vorsprung vor Wout van Aert. Und ich habe keine Ahnung, wo Pogacar steht. Wir werden es gleich sehen. Halt, stopp. Das war nicht das Richtige. Ja, jetzt ist er. Ach, er ist über die Linie gefahren. Sorry, das habe ich gerade. Ich wollte das total episch machen mit der Kameraeinstellung, aber genau das habe ich gerade verhauen. Tadej Pogacar nochmal 9 Sekunden vor Roglic gewinnt dieses Zeitfahren. Und damit haben wir nicht nur einen Etappensieger, sondern auch einen wohlverdienten Tour de France-Sieger in Pro Cycling Manager 2022 gekürt. Mit Maximilian Schachmann bin ich noch in die Top 10 gekommen, was natürlich auch nochmal eine gute Leistung auf die stolz sein kann. Hier seht ihr die abschließende Gesamtwertung, was heißt, ja, es ist morgen auch noch ein Tag. Es kann morgen noch ein Sturz passieren oder sonst was. Aber da sollte sich eigentlich nichts mehr dran ändern. 10 Minuten 32 Rückstand hat Alexander Vlasov auf Tadej Pogacar, aber eben den dritten Platz. Und gleich wird es nochmal sehr spannend, die Punktewertung. Die müssen wir im Auge behalten. Wie sieht es da aus? Wer führt? Ist es noch Vlasov? Oder hat sich vielleicht Pogacar das Ding heute geschnappt? Es ist Tadej Pogacar. Mit 12 Punkten Vorsprung. 12 Punkten. Das ist doof. Da kommen wir kaum noch dran. Da müssen wir im Sprint morgen sagen, hey, wir geben auf mit Sam Bennett. Und versuchen mit Vlasov die bestmögliche Position zu erreichen. Aber auch das, unglaublich auch die Nachwuchsfahrerwertung. Aber ich glaube auch das ist nicht wirklich wahrscheinlich. Die Teamwertung, wir behalten den dritten Platz. Super cool. Und ja, das tut ein bisschen weh. Wir mussten das grüne Trikot hier jetzt in der vorletzten Etappe noch abgeben an Tadej Pogacar. Das heißt natürlich, Vlasov fährt morgen auch im grünen Trikot, weil Pogacar schon das Gelbe trägt. Aber ich hätte natürlich die Punktewertung gerne gewonnen. Aber hier die drei Erstplatzierten der Gesamtwertung machen auch das Punktetrikot unter sich aus in diesem Playthrough. Weil es zwischen den Sprintern zu verteilt war und die zu wenig eigentlich dafür auch getan haben bei den Zwischensprints und so weiter und so fort. 12 Punkte Rückstand, das wird hart. Da müssen wir die Etappe morgen quasi gewinnen. Wobei, es gibt hier doppelte Punktzahl. Es ist möglich, ne? Also, aber ich muss, wie gesagt, dann morgen Sam Bennett als Anfahrer benutzen für Alexander Vlasov. Ansonsten ist es nicht möglich. Ich glaube, das werde ich versuchen. Ich werde mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen und wir sehen uns dann morgen auch schon in der finalen Etappe der diesjährigen Tour de France. Bis dahin, macht's gut und bye bye.